Willkommen zu dieser Übung, zu der Wechselatmung Nadi Shodhana. Ich lade dich ein, eine aufrechte, bequeme Sitzhaltung einzunehmen. Das kann der Schneidersitz, Fersensitz oder irgendeine andere Sitzposition sein, die dir angenehm ist und wo du 5 bis 10 Minuten entspannt drin kannst verweilen. Deine Hände ruhen auf den Beinen, zum Beispiel auf den Oberschenkel oder auf den Knien. Die Augen sind geschlossen. Ganz bewusst auf deine nächsten Atemzüge achten. Aufs Kommen und Gehen vom Atem. Jetzt die rechte Hand anheben und zur Nase führen. Dabei wird der Ringfinger links an die Nase gelegt, der Daumen rechts. Und zwar direkt unterhalb vom knöchernen Teil der Nase, also dort, wo der Nasenknorpel anfängt. Der rechte Arm genügend weit vom Brustkorb entfernt haben, damit er den Atem nicht beeinträchtigt. Wenn es dir hilft, darfst du den rechten Ellbogen auch mit der linken Hand ein bisschen abstützen, damit die rechte Schulter nicht ermüdet. Der Kopf bleibt gerade aufgerichtet in der Mitte. Dann nochmal über beide Nasengänge einatmen. Das rechte Nasenloch mit dem Daumen verschließen, links ausatmen und wieder einatmen. Einen Moment lang in der Atemfülle verweilen. Das linke Nasenloch mit dem Ringfinger verschließen und langsam und ruhig durchs rechte Nasenloch ausatmen. Einen Moment lang in der Atemleere verweilen. Rechts einatmen. Einen Moment Pause in der Atemfülle. Seitenwechsel. Langsam links ausatmen und wieder einatmen. Seitenwechsel. Rechts ausatmen und wieder einatmen. Immer ausatmen, Pause in der Atemleere, einatmen, Pause in der Atemfülle und dann Seitenwechsel. Aus, Pause, ein, Pause, Seitenwechsel. In deinem eigenen Tempo fortfahren. Immer im Wechsel den linken und den rechten Nasengang verschließen. Und die Atempause machen, die dir jetzt gerade, heute und da, angenehm sind und entsprechen.
den ureigenen Rhythmus finden, in der Wechselatmung Nadi Shodhana. Im eigenen Rhythmus schwingen. Das vegetative Nervensystem balanciert sich durch das aus. Zwischendurch überprüfen. Ist der Kopf noch aufgerichtet? Ist er allenfalls leicht seitlich geneigt? Die Kopfhaltung so korrigieren, dass der Kopf aufgerichtet und eingemittet ist. Wie ist es mit dem rechten Ellbogen? Ist er immer noch ein bisschen gehoben? Und auch nicht zu nahe beim Brustkorb? Allenfalls ist es Unterstützen mit der linken Hand sinnvoll. Ausatmen. Pause. Einatmen. Pause. Seitenwechsel. In deinem eigenen Rhythmus. Um diese Übung zu beenden, nochmal auf der einen Seite einatmen, dann durch beide Atemgänge aus. Die Hand sinken, die Schultern entspannen. Einen Moment lang in der ruhigen Wahrnehmung der Atmung verweilen. Hat sich etwas verändert durch die Wechselatmung? Was nimmst du jetzt wahr beim Beobachten von deinem Atem?